Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Ministerin, seit gestern hat der Handel in ganz Österreich wieder offen, außer Oberösterreich. Da folgt er dann mit 17. Dezember und in Teilen von Österreich auch die Gastronomie, die Friseure haben offen etc. etc. Wie hart hat denn dieser Lockdown, 3 Wochen waren es ja im Endeffekt, die Wirtschaft getroffen? Haben Sie da schon Zahlen? Ja, es war ein wichtiger Schritt, jetzt zu öffnen wieder und natürlich erwartet von all den Handelsbetrieben, um zumindest einen Teil des Weihnachtsgeschäftes noch machen zu können. So ein Lockdown ist kostspielig, kostet jeden Tag den Unternehmen natürlich sehr viel und auch dem Wirtschaftsstandort. Darum war ich jetzt wirklich froh, dass es geöffnet wurde. Was schon ist, wir sehen es im Bruttoinlandsprodukt, dass das entsprechend absinkt. Gleichzeitig haben wir heute aber auch Zahlen bekommen vom WIFO, dass Österreich stärker wächst als Deutschland und die Schweiz und dass wir dort einiges richtig gemacht haben. Aber natürlich trifft so ein Lockdown nicht nur die Betriebe, sondern auch mich ins Herz als Wirtschaftsministerin. Jetzt hat im Oktober, November eigentlich alles sehr gut ausgeschaut. Die Wirtschaft hat begonnen wieder zu brummen, die Auftragslage war gut. Jetzt gab es eben diese 3 Wochen Lockdown. In Zahlen kann man das festmachen. Wie sehr dämpft das unser Wirtschaftswachstum im heurigen Jahr? Haben Sie da schon Prognosen? Ja, es dämpft natürlich. Wo wir sehen, ist natürlich Handel, Gastronomie und Tourismus stark betroffen. Weniger natürlich Gewerbe und Industrie. Dort haben wir andere Herausforderungen, nämlich dass wir zum Beispiel auch große Lageraufbauten haben, also dass Läger da sind, weil einzelne Teile fehlen. Also wenn eine Schraube fehlt oder ein anderes Stück eines Industrieproduktes, kann oft das gesamte Produkt nicht fertig gebaut werden. Das sehen wir als Dämpfer. Grundsätzlich wachsen wir aber. Aber die OECD sagt mit mehr als 4% oder ca. 4%, auch das WIFI, das ist jetzt ein Momentum, das ich gerne mitnehmen möchte. Jetzt gab es viel Kritik an diesen Öffnungsschritten, wurde oftmals auch als Fleckerlteppich bezeichnet, weil jedes Bundesland mehr oder weniger anders öffnet. Die einen sperren alles auf, die anderen sperren nur Handel und Friseure auf, sperren dann am Freitag die Gastro auf, Wien sperrt überhaupt erst nächste Woche die Gastro auf. War das wirklich geschickt, hier den Bundesländern die Entscheidung zu überlassen? Da kennt sich doch kein Mensch mehr aus. Ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, eine einheitliche Regelung aus der Wirtschaftssicht. Was wir aber geschafft haben, ist ein Sicherheitsgurt, eine einheitliche Regelung von Bundesebene. Und das ist das, was wir tun können. Was die Bundesländer natürlich haben, ist eine unterschiedliche Infektionslage. Und sie sind letztendlich für die Landeskrankenhäuser zuständig und für deren Belegung. Also wie viel dort in den Landeskrankenhäusern, vor allem in den Intensivstationen sind, das können die Landeshauptleute am besten beurteilen. Und letztes waren es ja die Intensivstationen, die den Ausschlag gegeben haben, warum wir überhaupt zusperren mussten. Wegen leichten Infektionen brauchen wir das eh nicht, sondern deshalb, weil Menschen in den Intensivstationen ankommen und nicht mehr genügend Betten da sind. Ich hätte mir natürlich gewünscht, mehr Einheitlichkeit. Die haben wir von Bundesebene geschafft. Die einzelnen Länder können strenger werden, sie können aber auch nicht weniger streng werden. Das ist das Minimum, das wir vorgeben konnten. Sie selber kommen aus Westösterreich, aus Tirol, um genau zu sein. Jetzt haben wir in Vorarlberg und Tirol deutlich höhere Inzidenzzahlen als in Ostösterreich. Dennoch sperren Vorarlberg und Tirol oder haben Vorarlberg und Tirol mit Montag alles aufgesperrt, während Wien beispielsweise die Gastro erst nächste Woche aufsperrt. Ist es wirklich gescheit, dass gerade jene Bundesländer, die die höchsten Zahlen haben, die höchsten Inzidenzen haben, jetzt schon alles aufsperren? Ja, ich finde, der Westen hat immer ganz klar gesagt, es gibt ein Commitment. Das ist ja am Aachensee unterschrieben worden von allen, von den Ministern, die damals waren, vom Kanzler und auch von den Landeshauptleuten, dass zu einem bestimmten Tag, nämlich diesem 12. aufgesperrt wird. Und man wollte auch Sicherheit geben und so haben sich die beiden Landeshauptleute im Westen dazu entschlossen, zusätzlich auch aufgrund natürlich des Themas des Tourismus, der dort ein noch viel größeres Gewicht hat als in anderen Gebieten. Ich glaube, dass sich der Bürgermeister Ludwig in Wien sicherlich was überlegt hat, warum er diese strengeren Maßnahmen ansetzt. Kann man das nur vorstellen, weil das ein Ballungszentrum ist und in den Bundesländern doch, in Tirol und Vorarlberg, viel geringere Bevölkerungsdichte da ist. Letztendlich haben sich die
die westlichen beiden Bundesländer an dieses Mindestmaß gehalten und das ist auch okay. Jetzt haben wir diesen Sonntag eine Premiere. Erstmals im Advent wird es einen Einkaufssonntag geben. Also sprich, der Handel darf aufsperren. Etwas, für das Sie und die Wirtschaft ja sehr gekämpft haben, wo jetzt aber auch die Gewerkschaft und die Sozialpartner mitgezogen sind. Was erwarten Sie sich denn von diesem Einkaufssonntag? Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir diesen goldenen Sonntag erreichen konnten im Schulterschluss und habe mich als Wirtschaftsministerin sehr dafür eingesetzt. Wichtig ist, dass dort die Menschen das auch nutzen, um einkaufen zu gehen im stationären Handel. Die haben eine lange Durststrecke gehabt. Ich erwarte mir einen guten Sonntag und dass viele diese Gelegenheit nutzen, nicht nur für sich selbst, die Geschenke für die Familie einzukaufen, sondern auch als kleines Zeichen für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle zu Hause waren jetzt, die sich auch wieder freuen, die Kunden bedienen zu können und sehen, wir machen Geschäft und unsere Arbeitsplätze sind in der Zukunft auch abgesichert. Ist das auch ein bisschen ein Probelauf für weitere Sonntagsöffnungen? Nein, es ist ganz klar, dass es eine Sonntagsöffnung jetzt ist und für diesen Sonntag, dafür haben wir uns geeinigt. Aber könnten Sie sich vorstellen, wenn das gut läuft und die Sozialpartner sich einigen, dass man vielleicht an gewissen Sonntagen im Jahr dem Handel die Möglichkeit gibt zu öffnen? Schau, das müssen wir. Schauen Sie, das wissen wir gar nicht, weil wir die Möglichkeit haben der Tourismuszonen. Wir haben in den Bundesländern dort, wo es nämlich Sinn macht, wo Tourismus da ist, auch die Möglichkeit an Sonntagen zu öffnen. Das nutzen alle Bundesländer bis auf Wien. Nur für die Wiener Innenstadt gibt es das nicht. Und ich habe ja gestern habe ich ein Geschäft besucht und habe mir das angeschaut. Und die haben über zwei Dinge geklagt. Also nicht nur über das Thema dass Covid ihnen natürlich zu schaffen macht, sondern auch das Thema, dass die Innenstadt von vielen Stammgästen nicht mehr besucht wird, weil so viel da Demonstrationen auch sind. Jetzt ist das natürlich ein demokratisches Recht, aber natürlich ist das auch eine zusätzliche Belastung für die Händler der Innenstadt. Vielleicht könnte man sich hier mal überlegen, eine Tourismuszone zu machen, um ein bisschen zu entlasten an anderen Tagen. Aber das heißt, Sie wären für ein Demoverbot in Shoppingzonen. Habe ich das richtig verstanden? Nein, das haben Sie nicht richtig verstanden, dafür bin ich nicht, sondern es ist so, dass es ein demokratisches Recht ist und die finden zumeist an einem Samstag statt, diese Demonstrationen, am Freitagen, an sehr starken Tagen, die für den Handel in den Innenstädten in Graz und Wien auch notwendig sind und viele fühlen sich natürlich davon abgeschreckt und unsicher und wollen dann nicht hineingehen. Man hört auch immer wieder, meiden Sie die Innenstadt, auch dort würde ich mir eine andere Information wünschen, wo genau ist denn diese Demonstration? Und wenn ich natürlich eine Tourismuszone habe, bin ich hier flexibler, um den Händlern auch ein bisschen lokal, regional in Innenstädten zu helfen. Befürchten Sie eigentlich, dass es aufgrund von Omikron, die Zahlen steigen ja leider, muss man sagen, und wenn wir uns andere europäische Länder anschauen, teilweise sogar sehr rasant, wieder im Jänner zu weiteren Verschärfungen kommen wird? Ja, ich hoffe natürlich nicht, dass für die Wirtschaft Zuständige ist mir wichtig, dass die Geschäfte offen bleiben können, aber auch die persönlichen Dienstleister, dass dieses Ökosystem Wirtschaft, das ist ja nicht isoliert zu betrachten, sind nicht nur produzierende Betriebe, dass das weiterarbeiten kann. Aber natürlich muss man genau beobachten, was jetzt passiert mit den erhöhten Infektionsraten durch Omikron. Aber was noch offen ist, wie schwer sind denn die Verläufe mit Omikron? Ich glaube, alles das müssen wir jetzt die Gesundheitsexperten genau fragen. Und ich werde morgen auch im Ministerrat hier meine Fragen dazu stellen. Aber einen weiteren Lockdown können Sie auch nicht ausschließen? Ich habe damals schon gesagt, ich habe keine Glaskugel, das ist vor langer Zeit gewesen. Da bin ich oft kritisiert worden dafür, dass ich so etwas sage. Es ist auch jetzt immer noch so. Die Mutationen sind unterschiedlicher Art und Weise. Ich als Wirtschaftsminister tritt dafür ein, dass wir Maßnahmen setzen, dass wir offen halten können. Die FFP2-Maske ist ein gutes Mittel, wenn sie gut getragen wird. Kontrollen beim Eingang, da rufe ich auch alle dazu auf, mitzuhelfen. Auch die Geschäfte, auch die Gastro, die Hotels, dass sie hier mithelfen, dass diese Compliance passiert, dass man genau schaut, sind die Voraussetzungen gegeben, ist 2G gegeben, da kann jeder mithelfen. Aber wie besorgniserregend ist denn
diese Omikron-Entwicklung Ihrer Meinung nach? Weil man hört ja sehr unterschiedliche Dinge. So wie Sie sagen, auf der einen Seite die Zahlen, die rasant steigen, deutlich infektiöser. Auf der anderen Seite gibt es Meldungen, die Verläufe sollen milder sein. Muss man sich Sorgen machen Ihrer Meinung nach? Oder sagen Sie, Gemach, warten wir mal ab, was jetzt die Zahlen und Studien wirklich dann zeigen? Ich glaube, da sind die finalen Ergebnisse der Gesundheitsexperten noch nicht da und das möchte ich noch abwarten. Okay, ich würde noch gern zum neuen Bundeskanzler kommen. Karl Nehammer, seit einer Woche ist er jetzt ja im Dienst, ist jetzt der dritte Bundeskanzler innerhalb eines Jahres, unter dem Sie dienen. Was unterscheidet ihn denn eigentlich von Sebastian Kurz? Sie haben ja einen ganz guten Vergleich jetzt, glaube ich. Ja, ich freue mich, dass Karl Nehammer diese Rolle und diese Aufgabe übernommen hat und unser Bundeskanzler jetzt ist. Ich glaube, er hat in den ersten Tagen schon gezeigt, wofür er steht. Für Besonnenheit, für ein Miteinander, für ein gemeinsames Arbeiten. Wir haben große Herausforderungen wie die Impfpflicht und ich bin überzeugt davon, er hat auch gezeigt in diesen ersten Tagen, dass er es auf seine Art und Weise angehen wird. Und dieses Gemeinsame gefällt mir sehr gut und wird sicher funktionieren. Das heißt, dieser neue Stil, der da derzeit eben auch ja, in den Interviews rüberkommt, das finden Sie richtig, dass er da jetzt anscheinend mehr aufs Verbindende setzt? Es ist immer für unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche Herausforderungen gibt es unterschiedliche Antworten und jeder Mensch ist verschieden und so ist der Karl Nehammer natürlich auch anders als der Sebastian Kurz. Beide sind sehr erfolgreich, auch Sebastian Kurz ist sehr erfolgreich. Wir haben gesehen, was wir in der Wirtschaft geschafft haben und in anderen Bereichen geschafft haben. Für jeden ist seine Zeit und jetzt ist Karl Nehammer am Zug als unser Bundeskanzler. Jetzt haben Sie und auch alle anderen Minister dennoch einen Brief unterschrieben, dass Sie nur unter Sebastian Kurz bleiben, wenn der Bundeskanzler bliebe. Jetzt sind sogar zwei andere Bundeskanzler seitdem gekommen. War das im Nachhinein ein Fehler, das zu unterschreiben? Diese Erklärung? Ja, schauen Sie, zu dem Zeitpunkt war es richtig, Sebastian Kurz zu unterstützen und ihm den Rücken zu stärken. Er hat dann von sich aus entschieden, auf die Seite zu treten und dann für sich auch die Entscheidung getroffen, sich aus dem politischen Umfeld zurückzuziehen. Das respektiere ich und das wertschätze ich auch sehr. Jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Wir müssen uns auf die Themen konzentrieren, die jetzt da sind. Das ist die Covid-Krise, das sind aber auch ganz viele andere wirtschaftliche Themen, denn die Wirtschaft steht nicht still weltweit. Wir sind im Wettbewerb zu Asien und den USA. Da wird nicht nur die Pandemie eine Rolle spielen, sondern auch den, wie wir mit anderen Themen umgehen und den Standort wettbewerbsfähig machen, Steuern senken, wie wir es schaffen, entsprechend Fachkräfte auszubilden. All das sind Themen, die wir jetzt weiter vorantreiben müssen. Das ist das, was die Leute wollen von uns. Und ich als Fachministerin, die nun seit 4 Jahren mit dabei ist, ich stehe ja dafür, dass wir uns auf die inhaltlichen Themen konzentrieren. Als Sie eingestiegen sind vor 4 Jahren in die Politik, war die ÖVP türkis. Mittlerweile sagen alle, die ÖVP ist wieder schwarz. Sind Sie türkis oder schwarz eigentlich? Also ich habe mit Farben nie ein Thema gehabt. Mir hat letztes Mal jemand angesprochen, du trägst ja kein türkises Sakome, ich habe schwarze. Den Adventskalender haben Sie auch geändert. Nein. Oder den Adventkranz. Ja, das war eine sehr lustige Sache, denn es war immer geplant, an jedem Tag einen anderen zu verwenden, an jedem Adventtag, 1., 2., 3., 4. Advent, einen anderen zu verwenden. Das war von Anfang an geplant, ist halt dann anders interpretiert worden. Und warum? Als Zeichen der Wertschätzung für all jene, die mir so schöne selbstgemachte Kränze geschickt haben. Das heißt, haben. Sie haben nicht bewusst den türkisen Adventkranz ausgetauscht? Nein, und ich werde auch meinen türkisen Anzug weitertragen und ich habe unterschiedliche Farben, die ich trage. Ich sitze heute hier in einem hellen Rot. Auch das hat keine Bedeutung. Okay, Frau Ministerin, jetzt gab es rund um diese Regierungsumbildung auch medial kolportiert Gerüchte, dass Sie eine Ablösekandidatin gewesen sein sollen und dass Günther Platter Sie quasi in der Regierung gehalten hat. Was ist denn da dran? Ich sage ganz klar, Totgesagte leben länger und ich bin da und ich arbeite dran und das ist das Wichtigste. Und natürlich ist es wichtig, Unterstützung zu haben aus Tirol, aus Niederösterreich, aus unterschiedlichen Bundesländern, aber auch aus der Bundespartei. Ich arbeite sehr gern mit Karl Nehammer zusammen, bin sehr gerne in seinem Team weiterhin und stehe auch für dieses Stabilitätsthema im Wirtschaftsbereich und dass wir die Dinge eigentlich weiter vorantreiben. Wie ist denn jetzt eigentlich die Stimmung mit dem
dem Koalitionspartner, weil gerade nach dem Rückzug von Sebastian Kurz war es ja alles andere als gut, muss man sagen. Wie beurteilen Sie das momentan? Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Grünen? Ja, man muss auch neu anfangen können. Wir sind ein Team, das so aufgestellt ist, dass es Minister gibt, die von Anfang an mit dabei waren, welche, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eingestiegen sind. Und es ist jetzt wichtig, dass wir uns auf die Sachthemen konzentrieren. Dafür bin ich immer gestanden. Deshalb bin ich auch noch da, aufgrund dieser inhaltlichen Themen. Und das gilt es jetzt weiterzutreiben, gemeinsam mit beiden, mit dem Vizekanzler und mit dem Kanzler. Würden Sie eigentlich eine Erklärung unterschreiben, dass diese Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode halten wird? Ich glaube, es braucht nicht immer Erklärungen. Was braucht es? Arbeiten, umsetzen. Und das ist das, was die Menschen sich jetzt von uns erwarten. Ein Thema, wo die beiden Parteien derzeit, glaube ich, sehr viel trennt, ist die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Da hat die Infrastruktur- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ja einige Verkehrsprojekte gestoppt, unter anderem den Lobau-Tunnel, was für viel Aufregung sorgt. Sie sind Wirtschaftsministerin. Wie stehen Sie denn dazu? Sollte Ihrer Meinung nach der Lobau-Tunnel eigentlich gebaut werden? Ja, ich stelle mich klar auf die Seite jener, die hier sagen, es braucht Infrastrukturprojekte, es braucht auch einen Lobautunnel und es muss auch Verlässlichkeit geben, was Planung und Entscheidungen betrifft. Hier sind wir sicherlich unterschiedlicher Meinung, denn aus meiner Sicht ist es wichtig, dass Infrastrukturprojekte wie dieses umgesetzt werden und dass da nicht kurzfristig anders entschieden wird. Sie wird sich aber etwas dabei gedacht haben. Letztendlich ist es wichtig, dass das Problem gelöst wird. Das heißt, ich schaue mir schon sicherlich sehr genau aus und bin gespannt, welche alternativen Vorschläge sie auf den Tisch legt, weil letztendlich ist diese Verkehrsverbindung Teil eines Gesetzes, eines Bundesgesetzes, das immer noch Gültigkeit hat. Also braucht es neue Lösungen. Ich bin gespannt, was sie sich da überlegt hat. Bis wann erwarten Sie sich als Wirtschaftsministerin hier einen Lösungsvorschlag? Ich werde in den nächsten Tagen sicherlich auch mit ihr Gespräche dazu führen und sie darauf ansprechen. Wir haben ja Ministerräte, noch vor Weihnachten auch die Frage zu stellen, wo soll es hingehen und wie, was sind die Alternativen, die Vorschläge, die auf den Tisch kommen. Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter und dann sind gleich Sebastian Born-Mehner und Gerald Groß zu Gast bei mir und wir diskutieren natürlich auch über die aktuelle Corona-Entwicklung, die Frage, wie besorgniserregend ist Omikron, droht uns ein weiterer Lockdown, wir sprechen aber auch über die Impfpflicht und wir sprechen über Karl Nehammer, den neuen Bundeskanzler, wie fällt die Einschätzung von Gerald Groß und Sebastian Born-Mehner aus, gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.